Servus miteinander. Unter dem Motto, so schön ist bei uns daheim, möchte ich Ihnen heute unsere Kirche im Wollhaus vorstellen. Wann die Kirche gebaut worden ist, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Sie ist dem heiligen Emmeram geweiht und kirchlich ist Wollhaus bereits 1326 erwähnt worden. 1592 ist eine größere Reparatur erfolgt und 1782 und 1868 ist Kirche Neubrenden wieder aufgebaut worden. Der Friedhof, der früher um Kirche um mich war, ist 1952 eingeebnet worden und befindet sich jetzt in der Frankenreiterstraße. Von 1952 bis 1956 hat man Kirche erweitert. Die letzte Außenrenovierung war 2000 und die letzte Innenrenovierung ist 2016 gemacht worden. Ramona und der Jürgen Mensch haben im Mai 2008 ein wunderschönes Fotobächel über unsere Kirche ausgebracht, das einen nicht zu unterschätzenden historischen Wert hat. Dafür muss man ihnen einen großen Dank aussprechen. Das Fotobächel möchte ich als Grundlage für meinen kleinen Film nehmen und den Zustand von 2008 mit dem nach der 2016 durchgeführten Innenrenovierung vergleichen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Seele laut um Hilfe schreit und keiner hört sie weit und breit, dann bist du, Mutter Gottes, für sie da, doch nur wer glaubt, der nimmt das auch wahr.
viel heller als die Sonne strahlt dein Licht. Das Böse auf der Welt an dir zerbricht. Du gnadenvolle Jungfrau, zeige uns den Weg, dass keiner von uns fällt vom schmalen Steg. O Maria, hilf uns in der Not, wir fliehen. Bitt für uns bei Gott und gib uns die Kraft, die Prüfung zu bestehen, die Gott der Vater für uns ausersehen. Wenn einer von uns mal nicht weiter weiß, dann nimm ihn an der Hand und führ leis. Maria, Mutter Gottes, zeige ihm den Weg, damit er niemals fällt vom schmalen Steg. Für uns ist dir kein Weg zu weit. Halte über uns schützend deine Hand und segne uns und unser ganzes Land. Wir flehen um deinen Segen, knien vor dir. Im Jammertal der Tränen beten wir zu dir. Heilige Maria, zeige uns den Weg, dass keiner von uns fällt vom schmalen Steg. Zeit, wo jeder nur noch an sich selber denkt, wo Neid und Hass zu Stress und Krankheit führen, wird oft vergessen, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Wannst am End von dein Leben allein vorm Herrgott wirst stehen, dann wirst du gefragt, was hast denn gemacht in deinem Leben? Dann kann nur der dort bestehen, der immer gut war im Leben, denn der Herrgott, der hat alles gesehen. Wannst am End von dein Leben allein vorm Herrgott wirst stehen, wird nur der Gute die Prüfung bestehen.
Ich stell mir vor, in einer anderen Zeit zu leben. In einer Zeit, in der Stärkere dem Schwachen hilft. Wo nicht gemobbt wird und wo Kinder nicht an Hunger sterben. Weil jeder weiß, dass wir nur Gast hier auf Erden sind. Denn wannst am End von dein Leben allein vorm Herrgott wirst stehen, dann wirst du gefragt, was hast denn gemacht in deinem Leben? Dann kann nur der Gott bestehen, der immer gut war im Leben. Denn der Herrgott, der hat alles gesehen. Wannst am End von dein Leben allein vorm Herrgott wirst stehen, wird nur der Gute die Prüfung bestehen. Mutter Gottes, du gute Begleiterin, führ uns immer am rechten Weg. Gib uns die Kraft und auch den festen Sinn, dass wir nicht fallen vom schmalen Steg. Gib uns die Kraft und auch den festen Sinn, dass wir nicht fallen vom schmalen Stieg. Sei uns allzeit eine starke Helferin beim hellen Tag in finsterer Nacht, weil wir sonst ohne die verlassen sind. Zeig uns dein Gnad, dein große Macht, weil wir sonst ohne die verlassen sind. Zeig uns dein Gnad, dein große Macht. Wir schauen auf die, du unsere Fürsprecherin, in Krankheit, Leid und große Not. Wir drung dein Bild ganz tief im Herzen drin. Wir brauchen dies tägliche Brot. Wir drung dein Bild ganz tief im Herzen drin. Wir brauchen dies tägliche Brot. Glauben und Vertrauen, wir loben dich zu jeder Zeit. Auf deine Hilf wir zuversichtlich bauen, o Mutter der Barmherzigkeit. Auf deine Hilf wir zuversichtlich bauen, o Mutter der Barmherzigkeit.
Bad ist bei uns immer zur Vollminute. Draußen die Kapelle. Jetzt, zwei. Jetzt, da rechts. Der Totenglocke. Jetzt geht's los. Zwei Geschwindigkeiten, der Gürtel und die Glocke. Die barocke Architektur unserer Pfarrkirche hat den renommierten Künstler und Kirchenmaler Tobias Kammerer aus Rottweil inspiriert, elegant die Rundungen und den Schwung in seine Ausmalungen aufzunehmen. Insgesamt 3 Deckenspiegel hat er gestaltet. Volksaltar mit Ambo, Blockstufen zum Altarraum und Hochaltar, Ministrantensitze und Pfarrersitz, Altarleuchter sowie Wandbehältnis für die heiligen Öle stammen von Josef Seilsdorfer, einem namhaften Bildhauer, der den Wettbewerb für die künstlerische Neugestaltung der liturgischen Orte in unserer Pfarrkirche gewonnen hat. Bedanken möchte mich an der Stelle bei allen im Film namentlich genannten Personen für die Bereitstellung des Film- und Fotomaterials und bei der Mesnerin Margit Reichenberger für die Unterstützung bei den Filmaufnahmen in der Kirche.